Hallo, guten Tag. Mein Name ist Gronkh und ich bin 21 am Starten. So, weiter geht's mit Resident Evil. Die letzten beiden Tage ist leider ausgefallen. Ich entschuldige mich dafür. Momentan wieder alles am Brennen, am Burnen. Und das bin ich wahrscheinlich auch gleich, vermute ich mal. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Aber ein sadistisches Kartenspiel, das kennt man sonst nur vom Falk-Atlas. Und das kennen wahrscheinlich nur die Älteren unter uns. Okay, ich drücke auf F. Fortsetzen können wir es nicht. Überleben, Überleben plus, ich glaube nicht. Belohnungen, was haben wir denn da? Besiegen Sie insgesamt 5 Gegner, besiegen 15 Gegner, besiegen Sie 2 Gegner in Folge, ohne gefoltert zu werden. Gibt's Schild. Trumpfkarten bei Start 1 plus, Sieg bei 27. Was? Erreichen Sie mindestens 3-mal in Folge einen Wert von 21, Sieg bei 27. Was? Benutzen Sie insgesamt 10 Trump-Cards. Austausch. Benutzen Sie mindestens 15 Trumpfkarten in einer Runde und siegen. Trumpf-Transformation. Zerstören. Was ist hier los? Okay. Ernte. Besiegen Sie den schwer fassbaren Mr. Big Head 2-mal. Gibt Ernte. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Wir haben 15 Belohnungen und ich bin mir sicher, wir werden überhaupt nicht... Trumpfkarte, Ernte, Obiges wird einsetzbar. Hm, das sind die Details. Letzte Ernte. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, worum es geht. 21 ist, glaube ich, bestimmt sowas wie 17 und 4. Ich bin ehrlich gesagt ein... ich kenne mich mit Kartenspielen überhaupt nicht so aus. Ich bin nicht so der Glücksritter, weil ehrlich gesagt, ich habe immer Pech im Spiel. Leute, die den Channel hier verfolgen, wissen das. Ich drück mal. Gefangen. Von den Bakers verfolgt, läuft Clancy durch eine Tür im Hof und stolpert zwischen Schaufensterpuppen durch weiß gefärbte Räume. Was für ein Freak baut das alles? Clancy bekommt seine Antwort kurz darauf. Denkst du, dass du Glück hast? Wir werden ja sehen! Nach einem Schlag von hinten verliert er das Bewusstsein. Experiment. Can pain make you smart? Ach so. Wo bin ich? Das ist wie Saw. Hey, schau mich an. Ja, schau mich an. Mhm. Geht doch. Also, ich frage mich, habt ihr das Zeug dazu? Nein, gar nicht. Ihr beiden werdet jetzt ein Spielchen spielen. Und derjenige, der gewinnt, kann sogar lebendig hier herauskommen. Also aufgepasst, denn es geht um Leben oder Tod. Euren. Mögt ihr Karten? Aber klar doch. Ich habe mir extra für euch ein Spiel ausgedacht. Nur, dass wir hier nicht um Chips spielen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, alles klar. Wir wissen nicht genau, was er für eine Zahl da hat. Wir haben 11 und 7. Ich glaube, es ist wirklich sowas wie... Er hat gesagt, er lässt den Gewinner laufen. Wer bist du? Was denkst du? Glaubst du dem Spinner? Und jetzt erkläre ich die Regeln des Spiels. Ihr habt schon mal Blackjack gespielt, oder? Nein. Ihr zieht einfach Karten und versucht 21 zu erreichen. Also 17 und 4. Alles klar. Übersteigt der Wert 21? Verliert ihr! Warte, das ist verrückt! Also, sprecht eure Gebete und lasst die Spiele beginnen! Willst du uns verarschen? Okay, Clancy, mein Kumpel. Du fängst an. So, wir haben 18. Oder bleib bei dem, was du hast. Wir bleiben beim... 21. Du kannst zählen, oder? Wie gesagt, ich bin echt nicht so gut im Glücksspielen. Ich habe immer sehr viel Pech im Spiel. Und ich würde sagen, bei 18 von 21, die Chance, dass wir etwas kriegen, was kleiner oder gleich 3 ist, ist so gering, dass ich einfach sage, wir bleiben beim Blatt. Wir behalten es einfach. Eine Karte. Okay, Hoffman. Du als nächstes. Robert, oh Gott, Robert! Die Karten sind nummeriert von 1 bis 11. Keine Doppelten und... Ihr teilt euch den Kartenstapel. Keine Karte. Okay, zeigt her, Leute. Weder auch eine 11. Ist das eine 11, die er da liegen hat? Nee. Ist... Oh, ja, 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 ja. Zahlt der Verlierer den Einsatz.
Das ist verrückt! Das kannst du nicht machen! Oh! Verdammt, meine Finger! Das darf nicht wahr sein! Mehr schreit er nicht? Mehr schreit er nicht? Der schreit nicht mehr! Ein paar mehr Finger in den Topf! Was habe ich getan? Sag mir, was ich getan habe! Alter, normalerweise, ganz ehrlich, wenn gerade der Schninger abgefitten wurde, der Finger abgeschnitten, der muss doch schreien wie am Spieß. Der muss doch die ganze Zeit schreien. Oh, fuck. Nee, der hat plus 18. Egal, was er da liegen hat, wenn er da 2 liegen hat. Okay, wir ziehen auf jeden Fall eine Karte. Ich glaube, er ist drüber. Wir sind bei 15. Keine Karte. Okay, fuck, ich gehe Risiko. Ich gehe Risiko, wenn ich jetzt nämlich sage, wir brauchen noch eine Karte. Wir haben jetzt das Risiko, wenn ich jetzt noch eine Karte wähle, dass wir über 21 kommen. Ein gegebenes Risiko. Das könnte schnell gehen, denn wir bräuchten irgendwas kleiner gleich 6. Und bei ihm ist es, glaube ich, gegeben, wenn die Karte da links... Ich glaube, wir bleiben beim Blatt und ich hoffe mal, dass er drüber ist. Okay, wir behalten es mal. Keine Karte. Ist. Nein! Oh, der Ficker! Der Ficker! Das Gelächter! Fuck, ich dachte, er wäre drüber. Die Chance war gut. Braucht ihr danach Hilfe, um euch einen runterzuholen? Ich bin kein verfickter Linkshändler, du Arsch. So, wir haben 18 von 21. Gleiches Problem. Wir behalten das Blatt. Keine Karte. Keine Karte. Er gewinnt. Aber er kann noch Daumen hoch geben! Er kann noch Daumen hoch geben! Jetzt ist Gleichstand. Es ist Gleichstand. Keine Karte. Mir ist so warm. Keine Karte? Er kann noch maximal eine 11 haben. Der hätte 14 von 21. Also ich nehme eine Karte. Oh, bitte. Oh, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich habe echt Pech in solchen Spielen. Ich habe normalerweise immer sehr viel Pech. Ich ziehe eine. Keine Karte. Aber er kann doch höchstens eine 11 haben. Oder was? Oder hat er eine Trumpfkarte oder irgendwas? Ich habe gelesen, es gibt Trumpfkarten. Aber wir haben noch keine gehabt. Ich weiß nicht. Okay, wir behalten keine es. Keine Karte. Der Gewinner ist... Clancy! Wieso bleibt er bei 14? Wieso bleibt er bei 14? Warum? Brofist. Jetzt lass du mich laufen. Oder? Tja, so lauten die Regeln. Ich wünschte, wir hätten noch mehr Spaß gehabt. Das war doch nicht alles. Nein, ich muss nach Hause zu meiner Familie. Noch eine Runde. Ah, das ist die richtige Einstellung, Hoffmann. Tut mir leid, Clancy. Ich schätze, wir spielen noch eine Runde. Was zum Teufel? Was zum... Hey! Hey! Was passiert hier? Voila! Nur ein kleines Extra, das ich für den Anlass gemacht habe. Was? Habt ihr schon kapiert? Was? Ich dachte, ihr könnt's erraten. Ich hab gewonnen gerade. Dieses Schmuckstück ist ein Relikt aus einer Hinrichtungskammer. Ich hab's wieder in Gang gebracht. Du kranker Bastard. Die Stromstärke steigt jedes Mal, wenn ihr verliert.
Aber was ist der Einsatz, Lucas? Schaut einfach her. Bei maximaler Stärke macht ihr einen Ritt auf den Blitz. Befreie mich doch jemand aus diesem Ehrenhaus. Wisst ihr was? Ich glaube, es ist Zeit, mehr Pep ins Spiel zu bringen. Erhöht den Einsatz ihres Gegners um 2, solange diese Karte auf dem Tisch ist. Okay, bet. Also nicht die Karten, nicht der Kartenwert wird um 2 erhöht, sondern der Einsatz. Also wenn ich mir sicher bin, dass er verlieren wird, können wir bei ihm 2 hochregeln. Hier auf dem Ding. Also angenommen, er ist bei 7, dann wäre er auf 9. Wenn er auf 8 wäre und wir würden den um 2 erhöhen und er verliert 100 pro, dann wäre er quasi direkt Exitus. Okay. 6 Karte. Lässt sie die Karte 6 ziehen. Wenn diese nicht mehr im Stapel ist, passiert nichts. Seht ihr diese neuen Karten? Die sind besonders. Wenn die Dinge schlecht laufen, könnt ihr sie mit einer davon wieder auf die rechte Bahn lenken. Okay, Trumpfkarten auf dem Tisch ansehen, eine Trumpfkarte einsetzen, das Gegenwärter eine Karte ziehen. Ich zieh noch. Ja, ich zieh auf jeden Fall noch eine Karte. Okay. Karte. Gib mir noch eine. 11 plus 21, okay. Karte. Okay, das war's. Gib mir noch eine. Ich erwähnte, ich habe nicht sonderlich viel Glück bei diesen Spielen. Wir behalten mal das Blatt, ist eh zu spät. Keine Karte. Keine Karte. Ausgerechnet die 11. Wir sind gefickt. Mach es. Nein! Das ging noch. Okay, war nur die erste Runde. Okay. Stufe 2. Runde 2. Er ist noch bei 0. Wir sind jetzt bei 1. Karte 5 ziehen. Okay. Gib mir noch eine. Ich ziehe jetzt die 6. Ich benutze die Trumpfkarte 6. Gehe nach Hause, meine Familie. Stirb doch einfach, okay? Bitte. Ach, weil wir die 6 schon haben. Es gibt nur eine 6. Ach, fuck. Hätte ich mir auch sparen können. Es gibt nur eine 6. Wir haben den gleichen Stapel. Alles klar. Die Karten sind von 1 bis 11 durchnummeriert. Wir haben die 8 und die 6. Dann nehme ich die 5. Ist mir egal. Nein. 19 von 21. Das muss reichen. Keine Karte. Gib mir noch eine. Keine Karte. Ciao. Wenn seine erste Karte keine 1 ist, keine Karte, dann ist er am Arsch. Es ist eine 2. Oh, wie gemein. Er ist gelaufen. Warte, mein kleines Mädchen. Daddy wird das hier gewinnen. Oh, das ist ja gemein. Rückgabe. Legt die letzte aufgedeckte Karte, die sie gezogen haben, zurück in den Stapel. Oh, das ist sehr gut. Eine 1 und eine 4. Okay, das ist nicht schwer. Wir ziehen nochmal eine. Karte. Eine 14. Gib mir noch eine. Thank you.
Ich gehe das Risiko ein. Wir behalten uns die zurückgelegte für später. Also das mit dem Zurücklegen, das behalten wir uns für später. Ich würde die Trumpfkarte gerne für spätere Spiele behalten, damit wir da vielleicht noch irgendwie besser durchkommen. Jetzt am Anfang ist das alles noch nicht so wild. Wir ziehen noch eine. Oh! Oh, nice! Trumpfkarte gezogen, geil! Oh, du Glückspilz, Clancy, du hast deine Trumpfkarte! Nice! Gib mir noch eine. Ich könnte jetzt um 2 erhöhen, also die Stufe um 2 erhöhen. Ich bin aber unsicher. Wir haben 20 von 21, wir werden wahrscheinlich gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Aber ich möchte die einsetzen, wenn ich sicher bin, dass er drüber ist. Wenn ich sicher bin, dass er auch drüber ist oder halt das, ne, das sind wir momentan. Andererseits. Komm, wir gehen Risiko. Wir gehen aber mal Risiko. Jetzt müsste eigentlich sein Strom Dingens hochgehen. 5 und 3, okay. Gegenwärtiges Blatt behalten. Keine Karte. Ne, der Penner! Keine Karte. Alter, der Wichser! Der Wichser! Okay, wir können noch... Alter. Was für ein Stricher! Der hat uns die letzte Karte weggenommen. So ein verwichster Hurenbock, Alter. Aber gut, es geht natürlich ums Leben. Karte. Wir sind gefickt. Nein, genau, ein drüber. Fick dich. Boah, Hoffmann, ich hasse dich. Ich hasse dich, Hoffmann. Ich hasse dich so sehr. Wir sind beim Einsatz von 3. Wir kämen auf 4. Er hat 12. Vielleicht sind wir beide, wenn wir beide drüber sind, vielleicht ist er mehr drüber, ich weiß es nicht. Ich wünschte, ich könnte seine Karte entfernen. Was habe ich denn? Ich gucke mal ganz kurz, was haben wir denn für Trumpfkarten? Achso, auf dem Tisch ansehen, Trumpfkarte einsetzen, ich gucke nochmal ganz kurz, was haben wir hier? Zeig den Stapel, die ihr Gegner gezogen hat. Aber wir haben ja eh schon verloren. Komm, scheiß drauf! Wie gesagt, ich bin leider nicht so der Spieler. Ich kenne mich nicht so wirklich aus. Wir müssen jetzt unsere Karte zurückziehen. Vielleicht machen wir das einfach. Trumpfkarte einsetzen, komm. Ich hoffe, er ist drüber. Ich hätte die Bettkarte noch nicht setzen sollen. Hätte er unsere Karte nicht weggenommen, Alter, der Pisser. Ich wusste nicht, dass er so eine Trumpfkarte hat. Das Problem ist, wir können jetzt auch genauso gut eine 11 kriegen. Wir werden trotzdem verlieren, Karte. Oder? Karte! Bitte, 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 bitte. Ich bin schlecht in Glücksspielen. Keine Karte. Okay, pass auf. Weißt du was? Fick dich, Hoffmann. Achso. Keine Karte. Gib mir noch eine. Die hätten wir sowas. Die hat uns auch nichts gebracht. Ach, weißt du was? Komm, scheiß drauf. Wir behalten keine Karte. Fuck. Keine Karte. Er hat gewonnen. Hoffmann! Hilf mir jemand! Scheiße! Oh, Alter. Karte 13, okay, sehr gut. 14, wir ziehen noch eine. Ah, erst dann. Ist echt voll spannend. Ich finde das, ich weiß, wie es dir geht gerade. Ich finde das gerade voll spannend. Es ist jetzt
Nicht unbedingt so mega horrormäßig, aber schon irgendwo. Ich bin gerade schon sehr unter Druck. Ich finde das Spiel aber irgendwie geil. Karte. Und ich habe echt Pech in Kartenspielen. Ich habe immer Pech. Ich kann... Da. Bei Monopoly, generell überall. Ich habe immer... Es ist einfach eine Katastrophe. Deswegen spiele ich sowas normalerweise nie. Ja. Keine Karte. Der Gewinner ist... Ciao. Warum? Wir sind bei 8. Der nächste Schlag lässt euch platzen wie ein Frosch auf der Erdplatte. Er muss noch zweimal verlieren. Bei uns ist die letzte Runde. Und es ist ein Glücksspiel. Es ist wirklich immer ein Glücksspiel. Und bei Glücksspielen bin ich immer... Karte. Okay, das ist gut. 16 von 21. Gib mir noch eine. Die 3 haben wir schon gezogen, also ist die 3 raus. 16 von 21, er 13 von 21. Ich behalte mal ganz kurz und guck mal, ob er zieht. Ich bin jetzt echt übervorsichtig, keine aber... Karte. Okay. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ist nicht ganz so schlimm wie vorher. Karte. Keine Karte. Er hat die 11. Die 3 haben wir. Und das haben wir auch. Ich probiere es, komm. Ich probiere nochmal eine Karte zu ziehen. Vielleicht haben wir ja eine 4 oder so. Er hat die 2. Wir bräuchten die 4. Die 5. Die 6 oder die 1. Karte. Keine Karte. Keine Karte. Keine Karte. Der Gewinner ist... Lenzo! Yeah! 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 Auf die 9, Junge! Auf die 9! Das ist so furchtbar. Ach, das ist furchtbar. Viererkarte, alles klar. Oh, der Arme, der weint schon. Und guck mal, der Sack ist irgendwie schon ganz blutig und verkohlt. Mann, das tut mir voll leid. Ich will freiwillig sterben, damit er zu seiner Familie zurück kann. Karte. Aber andererseits auch nicht. Keine Karte. 14. Die 6 haben wir. Wir bräuchten eine 7. Ganz kurz, was haben wir für... Es ist echt... Es ist die allerletzte Runde. Jetzt zählt es. Ich kann eine Karte zurückgeben. Wir könnten eine 4 ziehen. Dann haben wir 18. Die 4 ist nicht... Also ist vielleicht nicht im Spiel. Dann haben wir 18 und dann könnten wir damit auf die 21 kommen mit der 3, wenn die 3 auch nicht im Spiel ist. Wir gehen Risiko, aber ganz ehrlich, wann soll man die einsetzen, wenn nicht jetzt? Die 4 ist nicht im Spiel gewesen. Keine Karte. Keine Karte. Der Gewinner ist... Clancy! Oh, oh.
Anscheinend hat Hoffmann sich gerade einen Trostpreis erspielt. Nein, 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 das kann nicht dein Ernst sein. Töte mich nicht. Töte mich nicht. Töte mich nicht. Er ist tot. Er ist mausetot, okay? Sag mir, dass es vorbei ist. Okay, Clancy, du hast offen und ehrlich gewonnen. Schätze, ich werde dich... Oh? Was sagt man dazu? Sieh dir Hoffmann an. Ne. Ich bin Hoffmann und hier ist Clancy. Ich denke, wir sollten noch eine Runde spielen. Hast du das gehört? Hoffmann, du... Hartnäckiger Mistkerl. Willst du mich verarschen? Wie der Mann gesagt hat, wir müssen noch eine Runde spielen. Verdammt, was ist los mit dir? Du hast gesagt, du lässt mich gehen. Hey, du kranke Schwein, sprich mit mir. Oh, was denn jetzt noch? Go, Till and Rhodey. Go, Till and Rhodey. Tell Aunt Rhody that everybody's dead. I was raised in a deep, dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. She's done.